Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und das neue Archiv ist raus, der dritte Band. Und bin gerade an der ersten Archivquest. Ich muss 25 Leute sicher vom Haken retten. Darum spiele ich mit den Perks Geliehene Zeit, Entscheidungsschlag und Verwandt. So, und die Idee dahinter ist, dass ich nur zum Haken rette und nur Leute rette, wenn ich weiß, dass ich der Einzige bin, der da in der Nähe ist oder der Nächste ist. Daher habe ich Bindung mit. Dadurch erspare ich mir den Weg zum Haken, wenn ich da, ne, nicht, dass dann irgendwie jemand anders schon 10 Jahre lang früher dort ist und dadurch kann ich mir halt ein bisschen Laufweg sparen und eher an Generatoren arbeiten, ne? Dazu habe ich geliehene Zeit mitgenommen. Falls mal irgendwie eine Rettung ein bisschen brenzliger werden sollte, kann ich trotzdem retten für meine Archivquest und der Überlebende kommt dann vielleicht auch noch vom Fleck. Und wird sicher gerettet. Dazu habe ich mir noch Verwandt und Entscheidungsschlag mitgenommen. Weil hier jetzt gerade das Archiv relativ neu ist, versucht natürlich jeder diese Quest zu machen. Und versucht natürlich jeder alle Leute vom Haken zu retten, ne? Okay, der hat gerade eine Falle entschärft. Ach, Mist. Ich dachte, dadurch, dass der die Falle entschärft, holt er die Aufmerksamkeit des Killers auf sich. Okay, wo war ich? Genau. Dadurch, dass jeder jetzt diese Archivquest machen möchte, habe ich mir auch zwei Perks mitgenommen, die mich so ein bisschen schützen sollen. Einmal Verwandt. Dadurch sehen die Überlebenden ihre Augen und die Augen des Killers, wenn er in meiner Nähe ist. Was ziemlich gut ist, weil dadurch nicht das ganze Team ankommt, um sich den Haken abzugeiern, sondern im Grunde wirklich nur der am nächsten ist. Dadurch bringe ich ein bisschen Ordnung rein, weil jetzt, wo alle versuchen, Leute vom Haken zu retten, ist ein bisschen chaotisch, ne? Am Ende steht man dann so tritt vorm Haken und nur einer kriegt dann die Rettung und der Killer steht auch um der Ecke. Also Verwandt, denke ich, um so ein bisschen Struktur damit reinzubringen, dass wir hier auch noch eine Chance haben, um rauszukommen. Dazu habe ich mir noch Entscheidungsschlag mitgenommen, falls es doch mal passieren sollte, dass ich ohne geliehene Zeit gerettet werde oder der Killer farmt, was weiß ich, ne? Dass ich da auch noch irgendwie eine Möglichkeit habe zu entkommen und halbwegs wehrhaft bin. So, und ich rede viel, habe hier aber noch nicht geschafft. Ich wurde kurz mal angeschlagen. Wir haben Ruin mit drinne. Aber wir sollten jetzt trotzdem Generatoren machen. Jetzt, wo alle natürlich ihre Archiv-Challenges machen wollen, wirkt das schon fast so, dass das Spielziel zu überleben so ein bisschen an zweite Stelle rückt. Und nicht jeder irgendwie super produktiv sein möchte. Zumindest kommt mir das so vor. Kann natürlich auch sein, dass jeder da andere Erfahrungen mitmacht. Ich finde den Perk ganz okay, um zu retten. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt in dieser Runde es überhaupt nicht schaffe, irgendjemanden vom Haken zu retten. Das wäre dann der bekannte Vorführeffekt. Ich habe aber schon 13 Leute insgesamt von 25 gerettet. Mit diesem Perkbild, was für mich heißt, der Perkbild geht ganz gut auf. So, jetzt weiß ich, dort hinten wird der Jake gejagt. Ich könnte natürlich auch ihm direkt hinterherlaufen, aber ich will hier auch das Spiel gewinnen. Ich will hier überleben, ne? Darum bleibe ich hier sitzen. Natürlich könnte man auch sagen, okay, statt Bindung nimm doch mal lieber Einfühlungsvermögen mit. Bringt dir mehr. Du siehst den verletzten Überlebenden und zwar über die ganze Karte. Das stimmt, aber ich mag Bindung zu sehr, ne? Und ihr seht's schon, hier, 1, 2, 3. Alle haben sich positioniert. Der Adam wird wahrscheinlich der Erste sein, der am Haken ist und rettet. Und er hat keine Angst, keine Scheu, weil er wahrscheinlich auch mit geliehener Zeit rettet, ne? Ich war jetzt genauso gierig, ne? Ich bin ja auch mit hingerannt. Habe aber mit geliehener Zeit gesehen, okay, mit Bindung gesehen, okay, der Adam ist da ein bisschen näher dran. Ich bin trotzdem noch ein Stück mitgelaufen, weil es manchmal natürlich sein kann, dass der Killer den Retter entdeckt oder wegzieht oder was weiß ich, dass ich da nicht 10-mal hin und her laufen muss. Aber ja, ne, ihr merkt, alle rennen direkt zum Haken dort hinten. Ich weiß, dass dort oben zwei sind. Darum gehe ich mal in Richtung Adam und versuche zu retten. So, ich versuche meistens so ein bisschen stealthy zu spielen und damit halt sicher zu retten. Das ist nicht zwangsläufig auf geliehene Zeit. Okay, tschüssi Adam, der hatte Befreiung dabei. Gut, bei dem Adam hätte man sich das denken können. Trotzdem muss das nicht immer was heißen, ne? Nicht jeder Adam hat Befreiung automatisch mit am Start. Herzschlag, Falle. Und der Killer hat Pop Goes the Weasel. Unsichere Palette. Da kann er einfach antäuschen. Ich kann da nicht viel machen.
Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich bin verletzt, kann mich nicht selber heilen, bin also auf mein Team angewiesen, damit ich retten kann. Killer ist hier rechts von mir. Übrigens ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, in letzter Zeit kamen immer ein paar ältere Videos, ne? Teilweise vom Halloween-Event, teilweise lagen die halt alle ein bisschen zurück, ne? Das liegt daran, dass wir alle Videos so ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, ich setze mich, keine Ahnung, am Tag hin, produziere 7 Videos, was weiß ich, für eine Woche, ne? Als Beispiel jetzt. Zum Halloween-Event habe ich halt viel gespielt, weil es da viele Blutpunkte extra gab, durch die ganzen Opfer gab, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, das liegt daran. An sich hat sich am Spiel ja grob nichts geändert, ne? Also es gab kein Patch, der irgendwas verändert hat, weshalb die Videos ja eigentlich an sich noch aktuell sind. Ich weiß, ist jetzt vielleicht nicht so schön, ne? Man will immer das Aktuellste oder am besten noch vom Tag sehen, aber das kriegen wir halt nicht hin, wenn wir täglich ein Video hochladen wollen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist die Erklärung sozusagen dafür. Außerdem jetzt PTB mit dem Oni kam auch noch dazwischen, da kam ja auch, ich glaube, 6 Videos, ich weiß es gerade nicht so genau, was natürlich auch nochmal alle anderen Videos, die wir schon vorproduziert hatten, auch ein Stück nach hinten versetzt, ne, nur dass ihr euch nicht wundert, hey, wieso kommt nichts Aktuelles, was weiß ich, ne, dieses Video ist aktuell, das werde ich dazwischen schieben, ich glaube, als Zweitvideo, wenn ich Lust drauf habe, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen möchte. So, Adam hat mich gerettet, vor allem... Ich hatte eigentlich überlegt, so einen coolen Titel zu machen, sozusagen, ja, mit diesem Bild könnt ihr gut vom Haken retten, was weiß ich, aber ich habe nicht mal einen Spieler vom Haken gerettet. Naja, gut. Okay, jetzt ist zum Beispiel Entscheidungsschlag bereit. Das heißt, ich bin so ein halbwegs sicher, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen werden, irgendwie läuft das Spiel gerade überhaupt nicht gut. Aber durch Verwandt ist der Jake hier oben gleich sitzen geblieben, ist auch nicht erst zum Haken gerannt. Feinsteller hat hier schön alles zugemint, ne? So, machen wir mal ein bisschen was weg. Die Map ist halt auch... Ja gut, wobei die Map geht vielleicht noch für einen Feinsteller. Aber generell auf den... Okay, der Adam, der geht halt direkt rein, ne? Er hat gerettet und wurde sofort auch schon wieder verletzt. Und er geht jetzt auch klein. Okay. So, Adam, vielleicht kann ich dich jetzt mal retten? Ich denke, er kommt runter in den Keller. Aber das meine ich halt, ne? Die Überlebenden rennen rein, retten um jeden Preis. Und am Ende noch das halbe Team, ne? Ich will jetzt natürlich auch kein schlechtes Beispiel sein, ne? Mir juckt es aber in den Fingern, da jetzt auch einfach hinzurennen. So, jetzt ist er schon weit genug weg, denke ich. Ich höre keinen Herzschlag mehr, das heißt, er ist mehr als 32. Jetzt höre ich wieder, okay. Aber kein Problem, Adam hat jetzt geliehene Zeit. Und er hat schon wieder den Adam erwischt. Das ist blöd. Da bin ich jetzt... Habe ich jetzt verhauen. Okay, aber der Feinsteller denkt sich, okay, Adam, ich lass dich laufen. Du hast vielleicht... Oh, überall Feinde, ne? Du hast vielleicht, ja... Noch einen Entscheidungsschlag, was weiß ich. Dir gebe ich nochmal die Chance. Na, Feinsteller, er täuscht wieder an. Und, habe ich verhauen? Und er kommt da rüber gestiegen. Okay, hallo Feinsteller. Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Ich wollte nur antäuschen, dass er denkt, dass ich rübergehe. Dann hat er aber... Naja. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich werde aufgehangen. Dann sehen wieder alle Leute ihre Aura mit Bindung. Sehen den Feinsteller. Dann wir sehen, die beiden dort hinten sehen. Okay, hier hinten lurcht der Adam rum. Der hat wahrscheinlich auch die Hakenquest. Weshalb die dort hinten gar nicht erst gehen. Die bleiben einfach. Adam rennt nicht mal mit geliehener Zeit. Ich habe zum Glück noch den Entscheidungsschlag. Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd, direkt loszusprinten, aber der Feinsteller tunnelt nicht. Und ich habe den Entscheidungsschlag. So, okay. Dort hinten ist meine Heilung. Shit. So, jetzt muss er mich theoretisch aus dem Schrank rausgreifen. Wenn er mich kriegen möchte. So, er hat mich. Jetzt kommt der Entscheidungsschlag. Und getroffen und weg hier. Ah, die Palette hätte ich vielleicht umwerfen sollen. Aber dadurch
habe ich jetzt eigentlich jeden Perk im Einsatz gehabt. Ich habe den Adder mit geliehener Zeit gerettet, habe mich aus dem Killergriff befreit mit Entscheidungsschlag, habe gesehen, wie das halbe Team sitzen geblieben ist und nur einer retten gegangen ist durch Verband. Und mit Bindung finde ich Leute zum schnellen Reparieren und geheilt werden. Also an sich, für mich ist dieser Perk mit gut aufgegangen. Ja. Ich finde, die Archive laden halt so ein bisschen dazu ein, so ein paar Themen-Perk-Builds zu spielen, ein bisschen mehr auszuprobieren. Das ist der Adam, ne? Ja, der ist tot. Ich bin halt auch tot, was richtig blöd ist. Ich würde jetzt komplett Spinnfuß anhören. So, na gut, aber der Adam hat halt hier viel mehr gerettet als ich. Ich kam gar nicht so dazu, so viel zu retten. Ich habe wenigstens eine Person vom Haken gerettet, dafür aber... Ja gut, relativ sicher. Der ist dem Killer halt wieder reingerannt. Ja gut, dafür ist der Bild ansonsten aufgegangen. So, da passiert auf einmal so viel. Dann ist man gerade mitten in einem Satz, ne? Der Fallensteller kommt. Oh shit, Mensch, Trapper. Warum ich? Ich bin tot, wenn ich hänge. Und Jake springt in die Schränke. Oh shit, die Palette ist auch nicht mehr. Die war vorhin ja noch. Oder war das eine andere? Die Palette steht noch. Oh, jetzt habe ich verhauen. Upsi. Jetzt macht er sie... Wieso stehst du seitlich, Fallensteller? Mensch, das war schon fast ein Mindgame für sich. Der steht dort schräg und macht die Palette kaputt. Und ich denke, ich habe noch zwei Schritte Zeit, ne? Hier wäre die nächste Palette gewesen, aber ich kam halt nicht mehr zum Fenster rechtzeitig, beziehungsweise nicht mehr rechtzeitig durch. Okay, ist natürlich ätzend. Aber kann ich nichts machen. Die anderen haben jetzt noch einen Generator gemacht. Und ich bin tot. Blöd. Aber ich habe immerhin eine Person vom Haken gerettet. Ja, wie gesagt, natürlich geht vielleicht ein anderer Perkbild besser auf. Ich finde aber den Perkbild ganz gut dafür. Ich werde euch, ja hier, und komm schon, 14, wunderbar. Ich werde euch hieran noch eine zweite Folge ranhängen. Ja, dann bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Wieder mit der Aufgabe, Leute vom Haken zu retten. Die Perks sind gleich geblieben, die Aufgabe auch. Mal sehen, ob wir diesmal mehr schaffen. Das sah mir nach einem Totem aus, leuchtet aber nicht, darum gehe ich gar nicht erst dran. Ich versuche hier Druck zu machen. Falls der Killer Know-It hat, wird das vielleicht mein Untergang sein, aber na gut, im Moment. Am Anfang des Spiels gehe ich gerne an die Generatoren und konzentriere mich hauptsächlich erstmal darauf. Das Problem ist halt, wenn ein Killer ankommt, ne, beispielsweise ein Stealth-Killer, wenn der jetzt ankommt und ich sitze am Totem, muss ich vom Totem loslassen. Was dann im Grunde wieder zur Folge hat, dass der Fortschritt am Totem weg ist. Der Fortschritt am Generator hingegen bleibt, ne? Außer der Killer tritt halt gegen, der geht dann langsam runter. Aber an sich macht es da für mich am Anfang mehr Sinn, erstmal auf den Generator zu gehen. Der erste wurde verletzt. Ich könnte natürlich jetzt reinsprinten, versuchen zu retten. Das werde ich aber erst jetzt machen. Weil jemanden Verletzten hinterher zu laufen, kostet einem im Zweifel nur sehr viel Zeit. Boah, der kommt in den Keller, ne? Der kommt in den Keller. Es gibt eine Killer-Quest, dass man jemanden im Haken, am Haken haben muss, unten im Keller. Und dann noch jemanden zweites runter... Oh, ich will da nicht rein. Ich will da überhaupt nicht rein, Leute. Also, ich will jetzt hier nicht auf Big Drama Drama machen. Ist halt nur ein Leatherface. Leatherface mit Insidious. Schaut es euch an. Ich gehe nicht retten. Ich gehe nicht retten hier. Das ist sinnlos. Oh, ist das total sinnlos. Ich muss Leute vom Haken retten und habe den... Aber... jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so ein blöder Camper. Ich reg mich jetzt nur noch über den Killer auf. Hasskiller, was weiß ich, ne? Aber es gibt halt, wie gesagt, diese eine Killer-Quest mit monströser Schreien. Es muss jemand unten im Keller hängen, du musst jemand zweites dazu hängen. Ist halt eine ziemlich bescheidene Killer-Quest. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf Killer spielt oder einen Keller-Trapper-Basement-Bild machen möchte, was weiß ich, ne? Dann
ist das vielleicht sogar eine Möglichkeit, wie man das halt machen kann. Ist halt nicht unbedingt schön, aber man kriegt die Challenge gebacken wahrscheinlich, ne? Man wird halt zu dem, was man hasst. Ja, na gut. Okay, ich mache jetzt hier den Gen. Ich glaube, für ein Kellerbild wäre am besten vielleicht die Hexe oder Feinsteller geeignet. Die können richtig übel sein. Vor allem der dort unten im Keller hat sich jetzt schön sterben lassen, weil er sich gedacht hat, nö, mache ich nicht. Keine Lust, ne? Oh, und jetzt jagt er mich. Und ich renne. Ich muss so weit wie möglich vom Keller wegrennen. Oh, nicht bitte. Jetzt habe ich total verkackt. Ich dachte halt, erst er täuscht an. Dann wollte ich halt nur geschlagen werden, dass er nicht die Säge nutzt. Und dann habe ich, keine Ahnung, noch mehr verkackt. Und jetzt werfe ich Paletten links und rechts um. Psychoterror, der da Leatherface ja auf mich auswirkt. Ja, er dreht sich um. Gut gemacht. Dadurch habe ich meinen Movement verkackt. Ich sollte es doch besser wissen, ne? Okay, falls er mich in den Keller hängt, sehen meine Freunde ihn mit verwandt, ne? Ich glaube, Insidious kontert nicht verwandt aus. Und ich bin jetzt theoretisch weit genug vom Keller weggelaufen. Aber er hängt mich nicht im Keller. So, mein Team sieht ihn laufen. Vielleicht, ne? Vielleicht campt er auch eigentlich normalerweise gar nicht. Er macht das halt jetzt halt nur für dieses eine Achievement. Es wirkt wahrscheinlich so, dass er nur jetzt beim Keller gecampt hat. Nur für dieses eine Achievement. Nur, dass er das, Quatsch, diese eine Quest. Nur, dass er das irgendwie gemacht bekommt. Weil mich campt er jetzt nicht. Ich hing halt, bin halt zu weit vom Keller klein gegangen. Wäre ich näher beim Keller klein gegangen, ja, wer weiß, ne? Hätte das vielleicht nochmal versucht, aber so. Ja, ist halt blöd für denjenigen, der sich jetzt halt unten im Keller sterben lassen. So, aber er jagt dort hinten jetzt, ne? Das heißt, wenn die im Keller gehängt, also jeder, der im Keller gehangen wird, ist für mich tot. So könnte man es schon fast sehen, ne? Okay, der kommt direkt zurück. Na, Leute. Geht aber nicht weiter auf mich, also er tunnelt nicht aus Angst vor Entscheidungsschlag. Vielleicht. Vielleicht auch, weil ich zu weit vom Keller weggerannt bin. Aber von dort sollte er den Adam auch nicht runterbringen können. Er hebt ihn auf. Magst du mich heilen, Mac? Also wenn er jemanden in den Keller hängt, schwierig, ne? Das ist es halt, ne? Jetzt, wo das Archiv wieder raus ist, ne, macht jeder nur noch seine Quest. Und es wird wieder schwierig, ein vernünftiges Spiel hinzubekommen. Was heißt vernünftig, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ein Spiel, wo halt jeder versucht zu gewinnen und nicht seine Aufgabe zu erledigen. Ich versuche jetzt zum Beispiel zu retten, Mac auch. Ich gehe mal hier diesen äußeren Bogen. Mac, halb auch. Vielleicht bin ich eher da. Commander wackelt am Haken. Ich habe die Linie Zeit. Es ist ein Leatherface. Schwierig. Von wo, von wo, von wo? Ja. Da hat er den Linie Zeit. Hit kassiert. Okay. Ich denke, Leatherface wird einfach uns so langsam immer weiter ins Gebiet des Kellers bringen. Darum jagt er mich jetzt auch gar nicht, weil ich renne ja hier weg vom Keller. Bringt ihm also eher weniger. Ah, vielleicht geht er doch auf mich. So, hier ist die Falte und Schlüssel. Das wäre halt einfach... Göttli... Er hat wieder, ne? Er dreht sich wieder rum und ich fall wieder drauf rein. Ich meine, das sind Taktiken, die mache ich selber. So, da hat er seine Säge in die Palette gehauen. Das sind Taktiken, die mache ich selber. Oh, der hat irgendwie an dem Ding da angetäuscht, als würde er reingehen. Und ich schmeiße jetzt auch noch eine Palette nach links und nach rechts. Er geht aber nicht weiter auf mich. Ich habe ihn irgendwie blöderweise zu meinem Team geführt. Es war keine Absicht. Das muss man als Bindungsspieler immer sagen, wenn man mit Bindung spielt, damit man nicht abschmiert. Das war wirklich keine Absicht. Okay, Adam rennt Richtung Keller. Geht aber langsam und leise durchs Fenster. Mac wird dort hinten gejagt. Hier in dem Gebiet wird es eng mit Paletten.
Sollte mich vielleicht so hinstellen, dann sieht er mich nicht direkt. Ich habe dort noch eine Palette. Ich habe hier das Fenster, dahinter habe ich noch eine LT-Mauer. Na gut, aber wenn ich nach da renne, bin ich tot. Also müsste ich in die Richtung Mitte der Map rennen, zu der Palette und dort oben noch suchen. Gefahr ist, dass ich dann irgendwo in der Nähe vom Keller klein gehe. Das Ding ist, Leatherface hat jetzt so ein bisschen gezeigt, was er vorhat, ne? Mir zumindest, wenn ich das richtig interpretiere. Er hat Erregung, deshalb sollte man es nicht zu weit hinaus zögern. Und lieber ein bisschen früher weggehen. So, und ich würde jetzt halt wirklich wieder gerne retten, ne? Es zwingt einen halt so ein bisschen dazu. Ich will aber lieber warten, bis er ein Stück weit weg ist. Mac wackelt mit den Armen am Haken. Was heißt killernah nicht retten? Ich höre kaum Herzschlag. Jetzt höre ich wieder Herzschlag. Jetzt bin ich aber schon so, dass er mich locker gesehen hat. Mac hat geliehene Zeit. Aber ich bin derjenige. Getäuscht. Oh, den Schlag hat er nicht. Ich will hier rüber runter. War vielleicht dumm, ohne ausgewogene Landung. Aber komme ich zur Palette vor dem Hit? Nope. Okay, einfach nach hier oben, einfach weg vom Keller. Letzter Generator gemacht. Ich habe zwei Leute vom Haken gerettet. Mensch, doppelt so viel wie in der ersten Runde. Naja, gut. So, hier mache ich weiter auf. Der hat die Mac dort unten irgendwo geschnappt. Eigentlich mein Ziel wäre es jetzt, auch noch die Mac zu retten. Problem, ich habe keine Selbstheilung. Da schlägt vielleicht Selbstheilung Bindung in diesem Perk-Bild, mit diesem Perk-Sinn. Weil man halt nicht immer einsatzbereit ist und so ein bisschen... Boah, Leute, ne. Also ganz ehrlich, nach dem, was ich vorhin gesehen habe, tut mir jetzt die Mac so ein bisschen leid, aber ich mach das nicht. Ich gehe da nicht nochmal, ich gehe da nicht runter. Der hat vorhin den Adam dort gecampt, wahrscheinlich für sein Achievement, für seine Quest. Ich will ihm jetzt auch nicht noch meinen Kill schenken, klar, man hätte es vielleicht mit einer Koordinierten, aber gegen einen Leatherface retten. Hier, er hört nämlich auch keinen Herzschlag. Er weiß bestimmt auch, dass der Killer dort irgendwo ist. Adam, mach's nicht. Nee, Adam rennt auch raus. Es tut mir leid für die Letzte. Ich sehe halt kein Leatherface bei ihr unten, aber der hat ja auch schon vorhin dort oben irgendwo gewartet im Haus. Ja, gegen einen Leatherface mit Insidious im Keller? Nee. Und Adam versucht noch ein bisschen Krach und Aufmerksamkeit zu machen. Ja, rennt aber raus. Ist halt sinnlos. Leatherface hat wahrscheinlich wirklich diese Achievement Quest gemacht. So, okay. Mac ist leider gestorben, aber... Ich meine, er hat nicht an den Haken gecampt, ne? Aber er hat beim Keller gecampt. Was halt für mich darauf wirklich schließen lässt, weshalb ich da eher... Ja, ein bisschen schreckhafter spiele und... Ich selber rette. Ich habe zwei Leute vom Haken gerettet, ne? Es fehlen mir noch ein paar. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht noch ein Video dazu machen, wie ich mit den Perks spiele. Ich glaube, jetzt hat man in zwei Runden mal den Bild ganz gut gesehen, ne? Ich konnte in der ersten vielleicht nur einen retten, da war aber jeder Perk mal gut sichtbar. In der zweiten konnte ich immerhin zwei retten, ne? Ihr könnt maximal 6 Spieler retten in einer Runde, ne? Jeden zweimal sozusagen. Aber Problem ist halt, dass jeder andere auch diese Achievement Quest hat. Weshalb es da ein bisschen schwieriger wird, ne? Und er hatte hier monströse Schreien. Ich kann euch mal die Achievement Quest, die Sache zeigen, die ich meine. Weil wenn ich die ganze Zeit davon rede und ihr kein Bild habt, vielleicht blende ich es auch rein. Ja, mal sehen, wie ich es mache. Ich zeige es euch jetzt trotzdem kurz. Es ist mir ein Bedürfnis. So, ich bin jetzt hier im dritten Band und das müsste, ja, hier. Hänge einen Überlebenden in den Keller, während ein anderer Überlebender an einem Kellerhaken hängt, während du den Perk monströser Schreien nutzt, ne? Er hat halt den einen runtergehangen, ne? Hat sich dorthin gestellt, mit Insidious gecampt und wäre dann einfach um die Ecke gekommen, nachdem gerettet worden wäre oder was weiß ich, und hätte dann beide weggesäbelt, hätte sein Achievement geschafft. Aber für uns Überlebende wäre es halt blöd geworden, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!